Na, du kleiner Lebkuchenmann. Ja. Deine Hilfe könnte ich gebrauchen. Nein. Los, Nein. komm mit. Nein. Komm, Nein. komm. Los. Los. Hör zum Heulen auf. Los, du kommst jetzt mit. Los. Los. Komm mit. Los jetzt. Ah, guten Morgen. Enzo ist schon wieder gut gelaunt, ich merk's schon. Ich hab die Briefkasten klappern gehört. Mal schauen. Enzel, Henzel, wir haben Post bekommen. Ach nee! Ja! Was haben wir denn für Post bekommen? Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gelesen. Ich lese Dann lies es mal vor. Okay. Hallo ihr zwei, wenn euch diese Nachricht erreicht, bin ich schon weit, weit weg in einem eiskalten Land. Was noch kälter wie hier? Ich war gerade am Zutaten wiegen, als mit einem Knall und Rauch ich zu einem mir unbekannten Ort verschleppt wurde. Hier sind ganz viele Lebkuchenbäcker, die mir erzählt haben, dass wir alle für die Lebkuchenhexe arbeiten müssen. Ihr kennt doch die Geschichte vom Lebkuchenhaus im Wald und der Hexe? Bitte macht euch auf die Suche nach mir. Ich will nach Hause. In meinem Haus habe ich euch einen Hinweis dagelassen. Bitte helft mir. Der Lebkuchenmann. Ich will auch nach Hause. Du bist doch schon zu Hause, Hänsel. Ach Was ja. machen wir denn jetzt? Wollen wir dem helfen? Wollen wir dem helfen? Ich weiß nicht, es ist so kalt draußen. Ja, aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich schlag vor, wir laufen mal ins Dorf und gucken, was wir machen können. Ja, gute Idee. Du hast, genau, und ich kenne mich ja auch nicht weiter aus als bis zum Dorf. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Du hast doch Brotkrümel aufgesammelt vom Frühstück. Ja, ich habe helles Und Brot und dunkles Brot. Steinchen hast du vielleicht auch noch. Vielleicht können wir ja den Weg markieren, damit wir uns nicht verlaufen Ja, jetzt bei dem Schnee. Ich ja. weiß so ungefähr, wie wir da hinkommen. Gut, dann machen wir das. Ich Okay. folge dir, du gehst vor. Wenn wir los, bist du angezogen. Nein! Aber wir müssen doch und es wird immer kälter. Nun komm, trödel doch nicht so. Komm. Na los. Ach nee, Komm. ja, ich komme ja Ja schon. komm, Ich jetzt komme ja mach inne. schon. Mann, du Ja, ich brauchst komme ja immer schon. ewig, das ist ja schlimm. Ja. Du, Wo ist... sagst du mir, ab wann ich dann diese Brotbrösel Ja, der, wenn wir aus dem Dorf mir kommen. Na los, und der, komm. ja, Los. es ist so kalt. Ja, ich weiß, ich kann es ja nicht ändern. Los, renne, dann wird dir warm. Oh. Mann, Ja, ist ich das bin ein ja schon da. Trödelheini. Ein Ja, Trödelheini. ich bin schneller als Ja, du. sagen sie Ja. alle. Ja, Das ja. sagen sie alle. Autsch! Bist du denn jetzt schon wieder? Was Ich bin machst du im denn Baum, ich da? bin in den Baum gelaufen. Oh. Hast du eine Brille? Nein, Kopfwehtabletten. Guck mal, es schneit immer mehr. Wir müssen uns beeilen. Komm. Schnell. Haben wir überhaupt etwas zu essen mitgenommen? Wir haben doch nichts mehr zu essen, deswegen. Ach, Du kannst ja ach hier am doch. Haus knabbern. Wir haben ja Brotkrösen, die Ja. können wir essen. Genau. Das ist das letzte Brot, was wir überhaupt hatten. Nun mach doch, nun beeil dich doch. Ja, ich komme ja schon. Es Ja, ich stürmt bin ja immer schon da. mehr. Ja, guck mal, es stürmt immer mehr. Wir müssen jetzt Ja, immer dann komm. geradeaus. Ja, Immer komm. geradeaus. Komm. Ich mach Ja, und ab geradeaus. hier Brotkrumen hinstreuen, nicht vergessen. Ah,
sag doch das. Moment. So. Alles muss ich regeln hier. Alles muss ich nachdenken hier. Kannst du auch mal alleine denken oder hast du lauter Krümel im Kopf? Na los. Beides. Na komm. Ja, ich komm ja schon. Ja. Auf einen. Ich hab dich so. Wohin? Geradeaus. Hier, so. Einfach geradeaus, ja, geradeaus. Wo bleibst du denn? Wo bleibst du denn jetzt? Beeil dich doch mal, das wird schon Nacht. Ja, ich hatte die Schnürsenkel offen, oder wie sagt man das, ja? Die Schnürsenkel offen. Ja, oh, genau. Nur lauf. Wohin? Nein. So. Und lebt ja, ich Mann. Ja. Ach, ich hänge. Ja, Moment. Ich auch. Der ist schon länger weg, glaube ich. Wer? Der Liebkuchenmann. Ach. Nun beeil dich doch mal jetzt. Ja, ich bin ja schon da. So, ach, da ist es schön warm. Das Feuer brennt aber noch. Okay. Ah, ist das schön warm vor dem Kamin. Ich glaube, hier ist der Hinweis. Hier ist der Hinweis. Warte mal. Ich habe den Hinweis gefunden. Warte mal. Ach, toll. Ich klicke mal auf deinen Rucksack hier. Wenn ihr mich finden wollt, fragt die Lebkuchenjäger. Nehmt aber die Lebkuchen mit, die ich im Haus versteckt hatte. Besser ist es. Der Lebkuchenmann. Weißt du, der hat hier Lebkuchen versteckt? Könnt ja, vielleicht müssen, wir die Geschenke aufmachen. Ja, dann guck doch mal nach. Ja. Jetzt los. Hopp, hopp, hopp. Es wird immer später. Los. Können die hier drin sein? Ich geh mal rauf. Ja, geh mal rauf. Ich geh mal in die obere Etage. Oh, hier ist nichts. Oh, hier ist ein Bett. Schön. Du sollst jetzt nicht schlafen gehen. Ich bin doch so müde. Hänsel. Jetzt. Ich bin doch so müde. Hänsel, du gehst jetzt nicht schlafen. Hänsel, du such doch mal nach den komischen Lebkuchenmännern. Wo können die sein? Was ist das Männer? Unter dem Bett? Lebkuchenmänner, ja. Was ist das? Ah, das ist kein Lebkuchenmann, das ist etwas ganz anderes. Das ist ein Punsch. Guck mal, hier ist ein Schrank. Warte mal, ich guck mal da rein. Hier sind sie, ich hab sie gefunden. Gut, nimmst du sie? Ja, ich pack sie ein. Oh, hier ist dein Geschenk. Okay, dann lass uns gehen. Los, auf geht's. Und du gehst jetzt nicht schlafen. Wir haben keine Zeit. Auf, los geht's. Weil ich möchte nicht ohne ihn feiern. Los, komm. Und mach ja die Tür zu. Nicht, dass der, ja, es zieht. Der sonst Kamin zieht's. Aufgeht oder so. Sonst so zieht's, wenn wir draußen sind. Ja. Nee. Ich bin wieder gefangen im Spinnnetz. Ach, so. Na los, komm. Ja, ich komm ja schon. Wo bleibst du denn schon? Hier. Oh, eine Hexe! Komm, die tut dir nichts. Die hat einen Nachhinein. Eine was? Da kommt noch eine. Ah, gut. Die gehen alle schlafen. Los, komm, mach inne. Ja, ich komm hier schon. Na los. Auf ja, ich komm hier schon. Ja, ich hab dich überholt. Komm, du musst vorangehen. Ja. Ich hab irgendwie Angst dahinter und schleicht ein Bär rum. Siehst du ihn? Der steht da. Hinten, gerade hinten. Ja, mit Schnee auf dem Rücken. Siehst du ihn? Lass uns schnell nach oben gehen, bevor der uns hier noch irgendwie gefährlich wird. Gesehen, ich hab keinen Honig mehr. Der hat bestimmt die Lebkuchenmänner in meiner Tasche gebrochen. Ich muss da Steine. Wo kommen wir denn jetzt? Gut, da ist ein Loch. Ja, ich sehe es. Wie kommen wir denn da hin? Wohin? Ja, nach oben. Irgendwie, die müssen hier oben irgendwo sein. Komm mal mit. Ja, komm mal mit. Ja, ich bin ja da. Geh. Und hör auf, an den Lebkuchen zu naschen. Ich merke das doch, dass du da rumnascht. Mann, ich will hier hoch, irgendwie. Ja, dann geh doch hoch. Oh, hier ist Licht. Welche, wo wohnt? Siehst du Licht? Ich sehe kein Licht. Ich sehe Steinhaus. Wo sind die alle? Sind die jetzt alle weg? Hier ist gar keiner.
Mit wem sollen wir denn Ups. reden, wenn die alle weg Muss. sind? Wir haben keine Fackel mitgenommen, es ist so Nein. dunkel. Hier ist gar Was keiner. machen wir hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich komme die Treppe nicht drauf, ich bin hängen geblieben, habe den Kopf angeschlagen. Na, So, hier ich ist bin gar da. keiner. Warte mal So, kurz. ich. Hey, es geht weiter. Jetzt schmeißt doch Ja! hier nicht die Brotkrumen überall rum. So benimmt man sich doch nicht. Ich muss. Hallo, 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 Sie da. Hallo, Sie da. Wo geht's denn zur Lebkuchenhexe? Wisst ihr das? Wie, ihr antwortet nicht. Oh, die Gretel und die schmeckt. Fremdsprache, ja toll. So, hier, Lebkuchen für alle. Was, die schmecken euch nicht? Aber keiner will sie. Hier, dann nimm doch die mit den grünen Pistazienpunkten, sind die besser. Verrätst du mir jetzt, wo die Lebkuchenhexe lebt? Was, die Und lebt mir im hat sie Norden? Die lebt im Norden. gesagt, sie hat nichts zu essen und ich habe so hungrig. Ja, zum Glück kannst du mich nicht hauen. Ich hab noch welche gemacht, aber ich kann nicht schubsen. Autsch! Ein paar, ja, ich hab euch ein paar übrig genommen. Hier. Ein Ah, paar, hier ein unten paar. hat es auch von diesem Ja, Gruß ich geb euch von noch den mehr. Ja, grauen Menschen. lasst mich in Ja. Ruhe. Und ich finde den Eingang nicht mehr. Du brauchst den Eingang nicht finden, ich komm schon raus. Wir müssen Richtung Norden, haben die Ja, gesagt. Wo bist du denn? ach, hier sind so blaue Dinger. Wo bist du denn? Ich bin hier Bei unten. den blauen Dingen hier, Bei bei den den blauen. blauen Vögeln. Hier sind blaue Was, Vögel. das sind blaue Vögel? Ja, so Ich sehe Dinge, eine die weiße fliegen. Schnauze. Ach, da. Oh, die sind aber niedlich. Aber wir haben gar Wer? keine Zeit. Wo bist du denn? Ja, bei den Vögeln. Ja, toll, ich bin da auch. Da sind zwei Käfige mit. Da rennst du Nein, du jetzt. bist. Wo bist Ja, du bei wer? denn? Ja, hier sind auch. Ich bin bei Zweinen. Zwei Käfige habe ich hier. Ja, ich auch, aber ich sehe dich nicht, ich sehe nur eine Ja, Kuh. ich bin da, wo du nicht bist. Jetzt komme und einmal nicht immer rumhänseln, wir müssen doch los. Ja, wo bist du denn? Ach Ah, da. hier. Ich war hier. Ah, du warst dort. Na toll, das fängt ja schon gut an. So, und jetzt? Ich gebe dir Was ein hast paar du? davon. Ich hab dir ein paar Lebkuchen. Ist es zum Essen? Ja, weil wir müssen jetzt weiter. Wir müssen Richtung Norden laufen. Also in die Richtung, hinterm Turm. Los, komm. Beeil dich. Ich hab ein Schaf gesehen. Ja, ein weißes Schaf hab ich gesehen. Von hier kommen wir ja. Ich Ja, habe wir hier ja müssen die Knöpfe. Richtung Norden, wir Ich müssen da habe lang. hier ja die Knöpfe gelegt. Ja, Die komm, Knöpfe. Norden ist Die hier lang. Meine Nase Komm. pickt. Kommst du jetzt endlich? Das ist ja Ja, schlimmer für dich. ich Und habe hör eine auf zu Schnäpp. essen. Ich esse Sonst gar hast nicht. du nachher nichts. Ah, ich habe das Gefühl, wir sind hier richtig angekommen. Es sieht verdächtig nach der Lebkuchenhexe aus. Würdest du nicht auch sagen? Guck mal. Ganze Bonbons hier Ja. überall. Ja, und viele Brotbröschen am Boden. Ja. Guck Ja. mal, was ist denn das für ein komisches Ding da, das Blaue da? Was? Keine Ahnung, ob ich komme. Ja. Je. Je. Was? Yeah! Hänsel! Boing! Autsch, 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 Ei, lass autsch, bloß die Finger davon. Du ja, brichst ich ja bin noch im Arme und Baum. Beine hier. Ich hänge Und wir im müssen Baum. noch weiter, wir haben noch keine Zeit. Ich komme mir schon wieder Ja. Märzphase vor hier. Ah. Bei Alice im Wunderland, das, was Oma mal vorgelesen hat. Die hat auch immer auf die Uhr geguckt und hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, wir haben keine Zeit. Ich Los. komme nicht drauf, ich komme nicht drauf. Hilfe! Na Ich komme los. nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Hier? Ja, da. Komm, wir müssen jetzt unbedingt Ah. da. Und nichts naschen. Du weißt, man darf nichts essen, was auf dem Boden liegt. Hast du verstanden? Nee. Auch nicht, was hier überall rumliegt. Nein, hörst du auf zu Auch naschen? wenn man Hunger hat.
Ich zieh dich jetzt am Ohr. Du hast doch Lebkuchen von mir bekommen. Los, komm jetzt. Na los. Die habe ich Ich aber weiß schon nicht, wie alle weit dein Weg gegessen. ist. Es wird immer später und ich will ihn da nicht so lange lassen. Wir müssen noch den Du. Lebkuchenmann finden. Na los. Ja, der kann mir gestohlen bleiben. Ich habe Guck mal, gekauft. hier sind sogar klebrige Honig. Wo Honigwaben nicht? auf dem Boden. Pass auf, dass du nicht festklebst. Eitsch! Hast du schon gesehen, diese roten Beeren, die Ja, die Zicken? sticheln. Jetzt komm weiter, los. Darfst du Ja. sowieso nicht essen. Jetzt Ach, mal alles Geschenke? essen. Ah, nein, Nein, du Laterne. lässt jetzt die Sachen liegen. Wo bist du überhaupt? Hier bin ich, neben dir. Pass auf, dass du nichts anfasst. Ich brauche Brille. Aber ich habe auch so einen Hunger und ich habe so einen Durst von dem ganzen Süßkram. Aber vielleicht hat die ja was zu trinken, wer weiß. Meinst du? Ja, ich weiß nicht. Ups. Ui. Ladies first, geht voran. Ui, Yeah. das sieht aber sehr einladend Nee, aus. ich, Na was komm, da gibt's ganz viel zu na. essen und zu trinken. Jetzt komm schon. Ja, da bin ich mir aber nicht so sicher. Na guck mal. Überall Bonbons und Karamell und Zuckerstangen. Hey, Du sollst ja nicht Schlitten fahren. Los, komm jetzt. Na los, wir fahren zusammen. Wir fahren jetzt die Treppen runter. bist du drauf? Ja, schon längst. Das weiß ich. Ich habe im Rücken keine Augen. Yay! Yay! Oh! Autsch. Ah, mir wird es schlecht. Oh! Autsch! Aua, aua. Yeah! Au, Autsch! au. Da merkt man ja jeden Autsch! Stoß unter seinem Puppes hier. Autsch! Aua. Autsch! Autsch! Autsch, autsch, Autsch! au. Nee, jetzt habe ich keine Lust Autsch! mehr. Das tut so sehr weh. Oh, Ui, jetzt hast oi! du ein Fenster kaputt gemacht. Ja, und ich Schwein. habe Kopfschmerzen. Jetzt gibt's Ei! Ärger. Ja, hallo, was ist denn da los? Mensch, die habe ich gestern erst neu gemacht. Oh mein Gott, oh Tut mein uns Gott. leid, tut uns leid, tut uns leid. Das war keine böse Absicht. Mein Brüderchen, der ist manchmal ein bisschen wild unterwegs. Und der schöne Das blaue bin ich. Schlitten. Nein, Ich sehe nein, jemanden. nein, Aha, nein, aha. nein. Oh, Das war meine Schwester hier vorne. Die hat sich sich hinter der heute. Schwester zu Na, verstecken. nö, Ja. nö. Oh, Hänsel. Das mag ich schon. Ja, Also, ja, ja, wer ist? ja. Und was macht ihr hier Ja, überhaupt? wir suchen nach dem Lebkuchenmann. Wir haben gehört, du hast den, ich sag mal, Wer bist du überhaupt? zwangsrekrutiert. Ich bin hier die Knusperhexe. Sei nicht so frech und grüß erstmal. Du bist knusprig. Hör auf damit, du hast genug gegessen, du wirst nur noch den Magen verderben, Aber Hänsel. sie hat gesagt, sie ist eine Knusperhexe. Das ist Ja. knusprig. Ja. Na, dann kommt erstmal rein. Gehst du Eigentlich voran? dürfen wir ja nicht zu Fremden ins Haus. Nein, Naja, ich habe mich ja jetzt vorgestellt. Na gut, Meine eigentlich seid Mama ihr hat mich. mir gesagt, wir dürfen nicht zu Komm. fremden Leuten. Komm Herzlich rein. willkommen. Ja, das kann Ja, komm man. rein, komm rein. Ja, Guck mal, hier sind so muss ich die Türe gemütlich. Jetzt zumachen? muss ich schauen, dass ich hier wieder ein Glas einsetzen kann. Es ist ja eiskalt da draußen. Ja, das stimmt. Also. Ja, ich könnte vorläufig so einen Knopf hinstellen, das geht auch. Siehst du? Nein, ich sehe nicht. Doch hier an der Wand. Da, Das repariert. hilft jetzt nicht wirklich viel, aber. Ja, es kommt Oh, Kinder! Und das nicht vor mehr. Weihnachten. Ich Ja. bin eh so im Stress. Wir sind halt ein. Bist du im Stress? Hast du deswegen den Ja. Lebkuchenmann entführt? Entführt? Weil der ist der Ich habe mir weltbeste Hilfe Lebkuchenbäcker. organisiert. Ja, aber Ich die. musste. Ja. Wie hätte ich das sonst schaffen sollen? Hast du Da denn nicht kommen genug Leute? so viele Bestellungen und alles will das am 24. haben. Wie soll ich denn das schaffen? Ja, hast du Jeder will keinen? einen Aber Lebkuchen das und kann. Lebkuchenhaus und Lebkuchenmänner und Also. Plätzchen und. Lebkuchenmänner, Also hast du die ganzen gibt. Lebkuchenmänner einfach so wohin gebracht?
Naja, ich dachte, wenn ich sie alle an einen Platz bringe, dann ja, geht schneller. Ja, aber jetzt fährt er ja bei uns zu Weihnachten und er kann ja Oh, ich seine habe Sachen ein nicht Bett weitermachen. gefunden. Komm aus dem Bett, du kannst dich doch nicht einfach in ein fremdes Bett legen, Pinsel. Komm raus Es ist da. ein rotes Komm Bett. raus da. Das macht man nicht. Was hast du für Manieren? Was Ich für bin ein so müde. neugieriger Kerl da oben. Setz dich Ja, mal das hier habe ich hin. seit ich meine Schwester kenne, bin ich so geworden. Elsie, jetzt setz dich mal hin. Vielleicht hast du ja einen Kakao für den Hänsel. Ja, dann komm mal in die Küche. Ich Schau habe ja mal, da gesagt. steht Und die schon ein hässliche warmer Katze. Kakao. Oh, streichel, streichel, streichel. Da streichelt sie wieder. Streichel. Ein pelziges Tier. Ciao. Kriegst noch eine Zuckerstange dazu, hoppla. Dankeschön. Oh, der hat schon Bitte so viel schön. Süßkram, der wird sich noch den Magen verderben. Nimm du auch ein Stück. Habt ihr euch verdient? Habt ihr euch auf Dankeschön, den weiten Weg Dankeschön. gemacht? Wir Aber müssen noch was mehr machen? Scheiben einschlagen, dann gibt es noch mehr. Nein! Nein! Dann gibt's ein Popo voll mit der Dann Zuckerstange. oder einer auf die Löffel. Ja, genau. Also. Ja, 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 aber was ja. machen wir denn jetzt? Weil wir brauchen unseren Lebkuchenmann doch wieder. Der will doch nach Hause, den seine ganze Ja, Familie kommt die doch. ganze Misere ist ja nur passiert, weil meine kleine Backstube einfach viel zu klein ist. Ja? Okay. Und da ist dann, ich weiß nicht, ob ihr mir da helfen könnt, aber Dreht doch schau nicht mal, auf da die unten. Katze. Hallo? Meine Ich Katze? dachte, das wäre Also ein ich glaube, Bettvorleger. du kriegst heute noch ein paar Satz heiße Setz dich Ohren jetzt von mir. hin. Los. Das ist ja schlimm mit dir. Also wenn ich euch das mal zeigen darf, da unten ist meine alte Backstube, ja? Okay, ich komme mal So. mit runter. Ja, Du bleibst Ente, das da soll ich. sitzen. Du machst Augen zu Ja, und ich lebst wollte. da. Hier gibt es auch Geschenke. Das ja die Geschenke dann wo. Oh, die ist So. ja. Das ist wirklich Aber die klein. ist alt. Schau dir mal die Kupferrohre an und die Ja, das Leitungen, die passt. sind Ja, alle stimmt. Das passt zur Rechse, die Ja? ist auch alt. Hänsel ist so frech, ich muss mich entschuldigen. Ich glaube, ich mache einfach die Ohren zu, oder? Ja, dann hörst du mich ja nicht mehr. Was? Deine Löffel? Der Der braucht kriegt was ja nur die dafür. Willst du den nicht haben als Kuchenlecker? Würden die ausleihen? Lebt die Katze überhaupt noch hier? Aber Die das hat kann ich sich mir bis vorstellen. Das ist ja sich alles noch dicht. nicht Und bewegt du bist bis ja ganz jetzt. alleine hier. Ja, und der Honig fließt einfach nicht mehr. Weißt du, für Lebkuchen Okay. braucht man Honig. Und Oh der fließt je. hier einfach nicht mehr durch. Weil das alles schon, ja, so alt ist Eingefroren wie ist. ich. Nein, Hat ich denke, keiner die sauber Leitungen sind gemacht? einfach zu alt. Hast Ja, du habe ich kein Bieren? versucht, aber. Ein Du was? musst Ein die Röhre Bären. putzen. Bären. Ein Bären, ein mit Ä, so ein plüschigen, so ein großen, so ein Mit Brummbrummen, Schnee oben Kenny. auf, mit Und Schnee auf dem Rücken hat die haben der einen würde mir dann getroffen. Ja helfen? klar, der ist Spezialist im Honigsammeln. Na, Honig ist ja da. Wir haben Okay. ja Honig, aber der Honig kann hier nicht mehr durchfließen. Schau mal, das war alles mal so schön kupferfarben. Ja. Ja, wie die Ja. kleinen Leitungen. Okay. Aber die dicken Leitungen, die sind einfach nicht mehr Oh je. Und durchgängig. wie kriegt man die jetzt durchgängig? Indem man neue Kupfer. Ich weiß nicht, dein Bruder ist technisch nicht begabt. Nicht wirklich. Nur am Essen und Schlafen. Ach, ja. Wart nur, bis wir Aber wieder ich zu kann Hause ja nicht sind. hinein. Kann sein. Meine Vielleicht kann ich Schwester will das. Reparaturen Hast du machen. eine Idee? Ich weiß nicht, meine Kann man die Großmutter nicht hatte immer so entwachsen? ein. Und so ein So ein Putzmittel oder meine, Mut, meine Großmutter hat das immer mit so einem Werkzeug gemacht. Die hat dann da so geschabt. Okay. Und dann waren die wieder blitzeblank. Wie lange soll ich denn da schaben? Da bin ich ja in 3 Wochen noch nicht.
Ja, dann ist Weihnachten dann vorbei. Ist Weihnachten vorbei, das muss vor Weihnachten passieren. Okay, hast du so ein Schabemesser? Dann mache ich mich an die Arbeit. Dann packe ich meinen Rucksack oben hin und mache mich an die Arbeit. Ja, aber vielleicht kann dein Bruder dir ja helfen. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, da geht Nein, ich bin am Schlafen. Lass die Finger von den Geschenken. Gib die sind für brave, so anständige Kinder. Gib ihm auch mal so einen Schabeback. Okay. Und eine Zuckerstange. So. Die habe ich gegeben, meine Schwester. Ja, okay. Gut. Und du bleibst jetzt hier sitzen am besten, genau. Weil hast sehr hilfreich bist du ja nicht. Für ihn? Das sieht lecker aus hier. Das sieht lecker aus. Zum Glück kann man mich nicht anbinden. Eine schöne Melodie. Das ist eine Arbeit. Okay, das ist sauber, das kannst ist sauber. Du? Bubu, das kannst du ein Weihnachtslied spielen so? Was soll ich denn? Du kannst ja auch ein Gedicht aufsagen. Und ich kenne keine Gedichte. Ja, ich muss euch sagen, ist Weihnachten. All überall auf den Tannenspitzen sah ich weiße oder goldene Lichtlein sitzen, weiß ich gar nicht. Weiter kann ich sie. So, das haben wir alles. Oh, hier ist schau auch mal, noch wie alles schön. Toll. Guck mal, hier ist auch noch. Es steht eine Hexe auf dem Flur. Es steht eine Hexe auf dem Flur. Haben wir alle? Es steht eine Hexe auf dem Flur. Sieht das nicht hübsch aus? Ja. Es steht eine Hexe auf dem Flur. Man versteht ja die arme Hexe gar nicht. Es ist er immer noch kalt. Er fließt wieder. Können ja. wir jetzt unseren Lebkuchenmann wieder haben? Ungern. Er hat mir schon viel geholfen. Dann wird es ja Zeit, ihm ein bisschen Urlaub zu geben. Na gut. Und wenn du Hilfe beim Ausliefern brauchst, dann kannst du ja Hänsel drum bitten. Der fährt doch so gerne Schlitten. Oh nein, da geht ja wieder mehr kaputt, als das ausgeliefert wird. Nee, nimm ihn nur lieber wieder mit, okay. Dein Hänsel. Dann magst du uns dann den Weg zum Lebkuchendorf zeigen? Okay. Vermute mal, das wird ein Lebkuchendorf sein, in dem du alle hingebracht hast. Ja, ich hoffe, du hast war mir auch unwohl dabei, aber ja. Magst du sie vielleicht belohnen? Kommst du mit? Wollen wir zusammen hin alle? Hast du die Zeit dafür? Oh, ja, jetzt, wo wieder alles repariert ist. Vielleicht okay. wäre es auch ganz gut, wenn du ihn mal entschuldigen könntest. Weil der war ganz frustriert, weil wie gesagt, der kriegt doch seine Frau und seine Kinder, Oma Lebkuchen, Opa Lebkuchen, Tante Lebkuchen und so alle zu Besuch. Okay. Wieso komme ich hier nicht raus? Weiß ich nicht, da musst du halt hier bleiben oder dich durch die Wand essen. Einmal hüpfen. Ich bin geklemmt ein. So. Ja. Okay, dann machen wir uns am besten auf den Weg. Alles klar. Gut. Auf geht's. Schick! Ja. Entschuldigung! Dein Haus ganz kaputt geht hier. Es ist besser, wenn. Ja, falsche Taste! Muss Hänsel jetzt kommen. Ja, ich komme. Hänsel. Ja, ich komme. Komme. Den Schlitten behalten, weil das ist ja. Ja, in Gottes Namen. Sonst geht ja noch mehr kaputt. Ja. Dann auf geht's. Das ist gut. Schlitten, der aufwärts geht. Und es schneit immer noch. Ups. Hallo, ich habe kein Echo. Ich glaube, wir binden den an eine Leine an. Ja. Da. Ah, hier ist ein Bank. Den sehe ich erst jetzt. Ja, nicht hinsetzen. Weiterlaufen. Ich habe ein Bank gesehen. Würdest du jetzt bitte endlich kommen? Wir haben es eilig. Ja, er kommt. Dann schafft doch der Lebkuchenmann gar nicht mehr seine Lebkuchen fertig zu kriegen. Der braucht doch auch noch ein bisschen Zeit. Ja, ich komme.
Ich komme. Ich Ich glaube, der komme, Schlitten ist sein bestes ich Geschenk für komme, dieses Jahr. ich komme. Jo. Bubu, du bist im Weg. Du blockierst. Ich blockiere überhaupt nicht. Doch. So, jetzt Doch. auf geht's. Ja. Kommt die mit hier? Jo. Ja. Oh. Okay. Und wehe, du naschst weiter an dem Weg. Ich hab's gesehen. Wer? Wo? Du. Wann? Warte eben. Dann versohle ich dir den Hintern. So, dann weißt du, was das für eine Arbeit ist hier? Los jetzt! Wo? Wo? Den Weg in Stand zu halten. Los! Komm ich? Hänsel, so? Renn doch nicht so. Ja, also komm ich zurück. So? Nein, komm her. Du sollst ja, langsam hier. Laufen. Sonst verlieren wir dich. Ich kenne dich doch hier auch nicht aus. Ja, und ich soll mich hier rauskennen. Das ist also das Lebkuchendorf. Ja, ja. Ja. So, okay. Woher willst du das wissen? Na, die Hexe weiß das. Und ich sehe die Lebkuchen. Ja, dann da weiß sie doch auch wo die Fabrik ist. Ja, so, ich denke mal. Es sind aber viele Menschen. Ja, und rote Schlitten, Hast yay! Hast du die alle hierher beordert? Ja, natürlich, sonst werde ich doch nicht fertig. Aber unser Meisterbäcker, den hast du wohl sehr gebraucht. Ja, und irgendjemand musste ihm ja erklären, wie das funktioniert hier mit dem Lebkuchenbacken okay. und so. Ach, okay. da ist die Treppe, die ist immer so zugeschneit. Hänsel, immer der Nase nach. Aber schau, es ist nicht der schlechteste Ort. Nein, es ist sehr schön. Hübsch. Hier. Es ist ja. Nein, ich geh nicht der Nase nach, ich gehe den Weg nach. Du gehst dem Duft nach. Oh, hier ist ein Schlitten. Yeah. Nein, du sollst oh, jetzt nicht nein. Schlitten yeah. Und das geht nach oben. Yeah. Ach, Hänsel. Na, 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 na. Ups. Oh. Ui. Ich was hab mich verlaufen. Ich habe wieder... mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. So das ist ja gar vergessen. Nicht hier. Das ist gar nicht du hier. Du sollst doch dem Duft nachlaufen. Ja, hier duftet sie überall. Mal sehen, ob er so. Findet. Eigentlich yeah. hat er eine gute Nase. Ui, ui, ui. Übers ui. Dach Aber ich bin unten. Ja, und weißt du nicht, wo der Weg ist? Nein. Nein, ich rede mit der Ich muss euch ja nicht alles verraten. So ein bisschen eine Aufgabe müsst ihr auch schon haben, ne? Nee, ja klar. Ja, ja. Außerdem gebe ich ihn ja ungern her. Hast du auch Zwerge eingespannt hier, die dich arbeiten? Das sind inzwischen die Kinder von den freiwilligen Arbeitern, die hier arbeiten. Ah, ich ja. dachte, das wären Zwerge. Ach. Nein, das sind keine Zwerge, das sind die Ach. Kinder. Ach so. Ja, aber ganz schön viele. Wo ist er denn jetzt wieder hin verschwunden? Ich glaube, die Lebkuchen sind ganz schön nahrhaft, oder? Wo bist ja, du aber seid denn ihr jetzt ja, wieder? Hänsel, wo bist du denn schon wieder? Ja, hier. Da, wo ihr nicht seid. Ja, da ich dachte, wir hin. Befürchte ich auch. Ja, ich dachte, ich müsste... Wir sind doch ich am dachte, Brunnen. Ach, da bist du. Ja, ja. Ich dachte, ich müsste ja. voraus. Ich gehe jetzt, ich folge jetzt einfach diesem Weg hier. Und dem Duft. Und dem Duft, aber hier duftet es überall. Das riecht nach frischen Lebkuchen, aber so ein ganz spezieller frischer Duft ist hier. Ja. Ja. Und die Treppe rauf und... Ups. Endstation, ich habe mich wieder verlaufen. Ach nee. Hänsel, das ja, das kann passieren. Hier ist oh, ein blaues Haus. Naja, verhungern können wir ja nicht. Wir haben ja genug zu essen. Ja, die Häuser kann man ja nicht wo müssen wir überhaupt hin? Na, ich denke mal da, wo der Lebkuchenmann ja, und wo da, ist wo der Lebkuchenfabrik ist. Ja. Und woher soll ich das wissen? Und die Lebkuchenfabrik? Deswegen sage ich doch, folge deiner Nase. Ah, hier ist auch... Hier ist auch noch... Ja, hier. Folge deine Nase. Ich habe Schneeflocken in der Nase. Ich setze mein Lebkuchen auf 50 Meter. Und noch oh. mehr. Hier ist das schön hier. Schau mal.
Ja. Lebkuchenhäuschen. Ja, wie bei der Hexe. Also das ist eindeutig. Ihr macht Lebkuchenhäuser für die Hexe. Die sind aber ganz schön fleißig. Oh, und solche Gehilfen hast du auch. Autsch. Oi. Oh je. Wow, ist der groß. Oi. Der ist aber richtig groß. So einen großen hätte ich auch gern. Nein, und du lässt die Geschenke da. Nein, du gehst keinen Schritt weiter. Nein, nein. Nein. Du kriegst Geschenke, wenn Heiligabend ist. Nicht jetzt. Ist noch nicht Heiligabend. Deswegen suchen wir doch den Lebkuchenmann. Weil wir wollen doch auch so ein Lebkuchenhaus haben. Komm, aus dem Wasser, du wirst dich noch erkälten. Wieso sind hier die Bäume blau? Weiß nicht. Sind die nicht hübsch? Die sind sehr hübsch. Wer? Wieso hast du eigentlich eine Pfanne in der Hand? Das gefällt mir nicht. Naja, dass du mal vorwärts kommst jetzt. Ah. Okay. Das ist ein groß... Keine Ahnung, du fragst mich wieder etwas. Vermutlich schon. Lass mich vorbei. Oh, na gut. Kommt rein. Hübsch. Hier hat es auch Knöpfe. Guck mal, Ausstichform. Hallo Lebkuchenmann. Wir haben dich gefunden. Wer sind denn Sie? Ich bin das Gretel. Du hast mir doch geschrieben und dem Hänsel, dass wir dich retten kommen. Ah ja, komm mich retten. Oh, das ist ja wohl nett von euch. Ja, weil wir... Weißt du, warum die Hexe dich überhaupt entführt hat? Nein, also sagt, er hat mich einfach da geschlagen und da reingesteckt. Ist das der Aufseher? Der guckt dich gerade böse an. Komm mal zur Seite. Ja, das ist so gemein zu mir. Das Einzige, was ich zum Teil genehmigen darf, sind hier diese Getränke. Diese Gratis-Getränke. Das ist das Einzige, du, Gretel! Ja? Gretel, hast du gesehen? Ein Bär auf zwei Beinen. Es ist ein Lebkuchenmann. Ach, das ist ein Lebkuchenmann! Ach so! Wer sind denn Sie? Das ist Hänsel. Der ist jetzt ein bisschen größer als letztes Jahr. Da war er noch klein. Okay. Ich habe fast nicht gekannt. Der Lebkuchen ist größer als letztes Jahr. Nee, du bist größer geworden. Weil du warst normal. Du, weißt du was? Weißt du was, du Lebkuchen, jedes Mal, wenn ich so mache, bekomme ich Rückenschmerzen über. Warum denn das? Weil er einen Rucksack aufhat, einen schweren Mikro. Ja, genau! Dann zieh doch den Rucksack mal ab. Hier hat es Knöpfe. Ja, der gibt dir Getränke. Eine Schokolade! Wow! Etwas und, zum Trinken. Heißt das, ich darf eigentlich jetzt endlich hier raus, wenn hier ist. Ach, das, das ist... Warum du hier bist? Das wäre ein Dauf. Weil die, Sie hat mich nur da reingesteckt und gesagt, ich soll ganz viele Lebkuchen machen. Ja, sie hatte wirklich ein Problem, weil ihr war der ganze... Weißt du, der Honig, der kommt ja flüssig in die Lebkuchen. Und das war alles durchgerostet und verstopft und sie hatte jetzt einfach Angst, dass sie Weihnachten gar nicht ausliefern kann, die ganzen Lebkuchen, dass sie das gar nicht mehr schafft. Ja, aber wieso sagt sie mir denn das nicht? Dann hätte ich vielleicht helfen können. Ja, eben, warum aber hast du kannst nicht auch gefragt? Nur Lebkuchen backen. Ja, du kannst warum? Auch keine Maschine reparieren. Aber ich habe doch Beziehungen. Aber Honig. Und diese Honighändler, die können mir auch helfen. Ja. Einfach Leute entführen und Schmerzen zubereiten und versklaven, das macht man doch nicht. Ich glaube, das tut dir auch leid. Weil als wir das alles sauber gemacht haben und das jetzt alles wieder funktioniert, hat willst sie du? Uns auch sofort hierher begleitet. Willst und du hat auch gesagt, heim, dass du wieder nach Hause darfst, damit du rechtzeitig deine Sachen fertig machen kannst. Aber seid ihr sicher, dass sie euch jetzt nicht auch hier einsperrt und sind wir ganz sicher, dass ihr mir helfen müsst? Nein, da sind wir ganz sicher. Das ist eigentlich eine ganz nette Hexe. Hier habt es viele Lebkuchenhäuser. Ja, ich hab verstanden. Ich war ziemlich garstig zu dir und das tut mir auch leid. Aber das war die Panik. Weißt du, jeder will irgendwie für den 24. noch schnell irgendwas haben und ich
Ich habe mich einfach nicht mehr rausgesehen und habe. Ja, immer diese Ausreden, immer diese reagiert. Ausreden. Immer. Ja, genau, aber man kann doch reden mit den Leuten, nicht einfach Leute kommen und irgendwo einsperren. Wir können ja eine Abmachung machen. Wisst ihr, was wir einfach machen nächstes Jahr? Was denn? Wenn die Hexe wieder anfängt, ihre Lebkuchen zu backen, dann gehen wir alle zusammen hin und gucken, ob die Rohre frei sind für den Honig und helfen der Hexe. Das wäre so lieb von euch. Und ich denke mal, als Dankeschön, dass der Lebkuchenmann dann auch nicht das ganze Jahr über für seine große Familie backen muss, sondern dass vielleicht er ein bisschen von dem hier kriegt, was hier entsteht. Oh ja. Weil ich konnte noch natürlich nichts für meine Familie vorbereiten und machen. Ich wurde da reingesteckt. Ja, jetzt ja natürlich knapp. Kannst du dir das für deine Familie mitnehmen. Das ist ja selbstverständlich. Dann sind wir ja jetzt alle glücklich und froh. Wir haben unseren Lebkuchenmann wieder. Die Hexe ist, der Hexe ist geholfen und... Könnt ihr doch jetzt noch Proviant mitnehmen, oder? Oder vielleicht können wir ja hier auch Weihnachten feiern, alle zusammen. Dann lädt der Lebkuchenmann in seine ganze Familie herein. Das ist und ja das besser, wie soll er... Ja, aber er kriegt doch die ganzen Lebkuchen gar nicht nach Hause, Hex. Wollen wir hier Weihnachten alle zusammen feiern? Du hast aber so einen schönen großen Rucksack. Oder bei der Hexe zusammen feiern, was hältst du davon? Nee, da ist bestimmt gruselig da. Ja, bei der Hexe, die hat viele Lebkuchen. Ja, immer diese und dann helfen wir dir bei dem Rest Vorurteile. Und die hat rote Schlitten. Ja. Da könnt ihr Schlitten fahren und Eislaufen. Ja. Und deine ganze Familie kann kommen. Ja, ich fahre nicht so gern Schlitten, weil von dem habe ich schon mal mein Bein gebrochen, weil ich Unfall gemacht habe. Oi, und das ist aber das kann man doch mit Zuckerguss wieder reparieren. Ja, Ende ja, dann habe ich ja überall so Zuckerguss. Okay. Entweder kann man's oder kann man's nicht. Ganz einfach. Also wie ihr wollt. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt so. Wir wollen jetzt Weihnachten feiern und wir können ja eigentlich auch hier Weihnachten feiern, weil... Ja, da ist so festlich geschmückt hier. Wir feiern jetzt hier Weihnachten. Hänsel, willst du keine Geschenke aufmachen? Ich dachte, du bist noch hier. Nein, die hat das gleiche Kleid an wie du. Oh, Hänsel, wo ist jetzt? Komm, wir wollen noch Geschenke aufmachen, Kakao. Eine Leine wäre nicht schlecht für ihn. Ja, vielleicht ist ja eine in den Geschenken drin. So, dann stellen wir uns jetzt hier hin. So. Kommt mal her, hier alle. Ja, Geschenke. Alle hin. Hinstellen hier mit dem Gesicht nach da. Wir wünschen euch nach unserem lustigen Hänsel und Gretel-Spiel und nachdem ja alles irgendwie geklärt und ungeklärt ist, ein wirklich wundervolles, frohes Weihnachtsfest. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Nonstop, unserem Lebkuchenmann. Hallo! Und bei unserer Gladys, das ist unsere Knusperhexe, bei Gucci, das ist der Hänsel und ich bin Bubu. Und feiert schön. Und hey, nicht so viel Süßigkeiten essen, da kriegt man Bauchweh, Freunde. Tschüss. Schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss. Schöne Weihnachten.